Hallo, ihr süßen Puppies, ich bin's, eure Jurassic Parker. Hi! Mich haben ganz, ganz viele auf YouTube gefragt, ob ich mal ein Schminktutorial machen kann, wieso ich manche Sachen mache und wie ich manche Sachen mache. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe das auch niemals gelernt. Deshalb alles, was ich euch jetzt hier zeige und erzähle, mein Hund niest die ganze Zeit, warum? Was ich euch hier zeige und erzähle, das kann man so machen, muss man aber nicht machen. Das mache ich mit meinem Gesicht so, weil ich über die letzten Jahre irgendwie mitbekommen habe, dass das irgendwie ganz gut so für mich passt. Make-up ist immer ein Work in Progress. Ich glaube, mein Gesicht... sag mal, Putin, was hast du denn? Erstmal ein Säckchen. So, ich muss jetzt gerade noch mal kurz einen Ventilator anmachen. Es ist Sommer. Es ist wahnsinnig warm und das ist kein Make-up-Wetter. Als allererstes, Uhu-Stick ist, I think, the best Uhu-Stick, ja, für die Augenbrauen. Die Augenbrauen klebe ich ab, weil ich zupfe mit meinen Augenbrauen nicht. Uhu habe ich für mich entdeckt, ist super. Es gibt auch von professionellen Make-up-Firmen so, wie heißt sowas, irgendwie Augenbrauenwachs oder irgendwie sowas. Ich habe es einmal ausprobiert, bin damit überhaupt nicht klargekommen. Das kostet irgendwie, im Schreibwarenladen kostet so ein Uhu-Stick irgendwie 2,49 €, reicht auch ein Vierteljahr. Wichtig ist dabei, dass ihr die erste Lage schön auch gegen den Strich auftragt, ordentlich viel. Also es heißt hier bei mir immer, mehr ist mehr und viel hilft viel. Verteilt es dann mit dem Finger immer nochmal so ein bisschen. Und das muss jetzt aber erstmal antrocknen. Jetzt kommt die zweite Schicht. Einfach nochmal ordentlich drüber, aber jetzt nur noch in einer Richtung. Und zwar in der Wuchsrichtung drüber. Und auch wieder warten, bis es trocken ist. Ich bin großer Fan von der professionellen Make-up-Marke Kryolan. Das ist eine Berliner Traditionsfirma. Die gibt es seit, glaube ich, jetzt in der dritten Generation. Ein Familienunternehmen hier in Berlin im Wedding ansässig. Die exportieren in die gesamte Welt. Ja? Auf alle Bühnen der Welt. Die machen ganz, ganz tolle Produkte. Das hier nennt sich Kryolan TV Paint Stick. Hier zum Aufschrauben, seht ihr, ist so ein Stift einfach. Sehr, sehr praktisch. Da wird jetzt hier erstmal schön die untere Hälfte des Gesichts zugekleistert. Oh, sieht so schön aus, jetzt schon so süß gestaltet. Zum Make-up verteilen benutze ich immer so ein Schminkei. Heißt bei DM. Habe ich von DM, kostet glaube ich irgendwie 1,99 € oder irgendwie so. Die Produkte von Kryolan, die kann man, wenn man in Berlin wohnt, kann man die wunderbar in der Uhlandstraße kaufen. Da haben die einen Kryolan City Store, heißt er, glaube ich, oder so. Da gibt es alles. Die haben auch sehr, sehr patente Mitarbeiterinnen, die da arbeiten und Mitarbeiter. Da kann man mit jeder Sorge, die man mit seinem Gesicht hat, hinkommen. Und die haben für alles die passende Lösung. Ansonsten, wer in seiner Stadt keinen Kryolan-Store hat, der geht einfach ins Internet. Und die haben auch einen wunderbaren Online-Shop. So, die Augenbrauen sind jetzt mittlerweile schon getrocknet. Ich habe jetzt hier ein... Ach, das ist irgendwie so ein ganz billiges Ding. Das ist hier irgendwie von, keine Ahnung, von Rossmann oder so. So ein Kompaktpuder. Das habe ich schon seit Jahren. Das benutze ich auch immer nur, um die abgeklebten Augenbrauen jetzt schon mal so ein bisschen mit Kompaktpuder, ja, zwischen abzudecken, sag ich mal, kann man auch lassen. Ihr seht schon, ich sehe jetzt schon fantastisch aus. Wir gehen jetzt auch auf die Stirn. Süß. Jetzt habe ich hier ein weiteres Produkt von Kryolan, Supracolor. Das ist auch eine Fettschminke. Die ist aber ein bisschen heller. Das ist eigentlich fast ein Weiß. Weiß ist nicht gleich Weiß. Und Kryolan hat ungefähr, ich würde sagen, 10 verschiedene Weißtöne im Angebot. Das ist so ein etwas dunkleres Weiß. So, mit dem etwas dunkleren Weiß werde ich jetzt ein paar Highlights setzen. Und zwar, und eigentlich um die gesamten Augen rum, dass man halt aussieht wie ein Waschbär. So, passt auf. Weil das ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass ihr unter dem Auge so richtig schön hell seid. Das macht so ein frisches Gesicht. Weil ich schwöre auf den transparenten Puder von Kryolan. Das ist, ja...
Ja, eine riesige Dose reicht Ewigkeiten auch. Reicht Ewigkeiten, hat aber so ein ganz leichte Rosé-Note. Ich liebe den, weil man sieht dann wunderbar frisch aus. Und damit pudere ich jetzt großflächig und auch sehr viel die ganze Fresse ab. Ein bisschen aber so eine sommerliche Freshness in mein Gesicht zu bekommen, benutze ich ein relativ preiswertes Bräunungspuder von DM auch. Essence Sun Club. Kostet auch irgendwie 2 Euro. Reicht ewig. Damit werde ich jetzt einfach nochmal die Leiche aus dem Gesicht rauspudern. Ich pudere mit dem Bräunungspuder nicht unter den Augen, weil da haben wir es ja so richtig schön weiß und frisch gemacht. Wenn ich da jetzt mit Bräunungspuder wieder rübergehen würde, dann wäre der ganze Effekt flöten. Ja. Und das ist auch toll, egal wie viele Augenringe du hast, ja, weil du wieder 3 Nächte im Bergheim verbracht hast, kein Problem. Kryolan schminkt dir alles weg. Eifrige Zuschauer werden es wissen, das Wichtigste für mein Gesicht ist zur Fixierung Elnette, das Haarspray der Stars, ja, von L'Oreal. Das benutze ich seit Jahren für mein Gesicht. Man schwitzt dann dadurch am Gesicht vorbei. Das hier ist meine Shading Palette. Dafür nehme ich jetzt hier so einen kleinen Pinsel, so ein Pinselchen, der ist von DM, heißt, von Evelyn gibt es bei DM. Ich habe keine Ahnung, wie sich sowas nennt, das ist ein Schminkpinsel. So, ja. Damit werde ich jetzt so ein paar Konturen schon mal ins Gesicht zaubern. Huch, scheiße, da war jetzt aber noch ein bisschen dunkles Braun mit drin. Ha, toll. Egal, wir machen einfach weiter. Ich werde jetzt einfach mal hier die Nase schon mal ein bisschen vorkonturieren. Jetzt habe ich auch schon mal hier ein bisschen so, wie nennt man sowas, den Augenbrauenbogen konturiert. Ich mache heute so ein leichtes Sommer-Make-up. Ich habe jetzt hier es ist auch so ein Billigding von DM. Alverde Naturkosmetik. Ich sage jetzt euch nicht irgendwie so Gott und ich bin total die Verfechterin von Naturkosmetik, weil ach und die armen Tiere und das ist ein Rouge. Den benutze ich aber auch fürs Auge, einfach weil der ist nämlich sehr, sehr preiswert. Den benutze ich jetzt auch mal erstmal für meine Lider und für meine Augen. Das wird aber nur ja so ein leichter Unterton. So, und da mache ich auch, ich mache jetzt natürlich nicht nur die Lider, sondern ich gehe halt auch richtig bis dahin, wo eigentlich normalerweise meine normalen Augenbrauen sind. So, dann habe ich jetzt von DM 2 Augenbrauenstifte von P2. Das ist die Eigenmarke, die Hausmarke, die Kosmetikhausmarke von DM. Die haben, wie ich finde, tolle Produkte, die preiswert sind und die völlig okay sind. Ich habe jetzt hier erstmal eine Farbe, ist jetzt schon sehr klein. Das ist so ein helleres Braun. Das ist also alles ein Lagenlook. Sagen wir mal so, Lage über Lage. Wir schminken uns jetzt von hell, ja, und von Lage zu Lage wird es dann dunkler und dunkler und dunkler. Und zum Schluss sehe ich dann aus wie Oprah Winfrey. Haha, nee, war ein Spaß. Jetzt werde ich hier, ich lege mir immer so ein bisschen was drunter, weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwie dreckige Hände vom Schminken habe. Mein Schminktisch ist jetzt auch nicht der sauberste. So, und jetzt werde ich hier erstmal meine Augenbraue drüber malen. Viel höher als die Original-Augenbraue, weil wir machen ein Transen-Make-up. Kein Damen-Make-up, ein Transen-Make-up. Weiter geht's. Jetzt nehme ich mir einen kleinen Pinsel, der ist auch von DM. Jetzt gehe ich wieder an meine tolle Shading-Palette. Da habe ich hier ein Weiß. Das ist auch wieder einer von ganz, ganz vielen verschiedenen Weißtönen. So sieht das aus, wenn man den nachkauft. Das ist das heißt auch Highlight. Highlight, das ist ein Weiß, aber es hat so einen ganz, ganz, ganz leichten Hautton. Es ist halt nicht so ein richtig mega reines, helles Weiß, weil da habe ich nämlich festgestellt, dass man da auf Fotos sehr leicht total grau aussieht. Und das möchte man nicht. Man möchte ja nicht aussehen wie tot, wenn man 2 Stunden vorher an seinem Gesicht gearbeitet hat. So, und jetzt setzen wir hier unter die schon mal vorgemalten Augenbrauen, setzen wir jetzt hier so ein Highlight drunter. Wie gesagt, alles learning by doing.
Und man kann auch Make-up wirklich nur lernen, indem man es halt wirklich macht. Es hilft nicht, sich vorher so viel Filme wie den hier jetzt im Internet anzugucken. Du musst das an deinem eigenen Gesicht ausprobiert haben. Und du musst auch gucken, wie sieht es bei Tageslicht aus, wie sieht es bei Disco-Licht aus. Und dann setze ich jetzt immer hier zwischen den Augenbrauen auch nochmal schön großzügig erstmal so eine erste Schicht Highlight-Weiß. Und dann fangen wir hier auch schon mal an, den Nasenrücken heißt es, glaube ich, auch schon mal so leicht vorzudefinieren. Und dann setze ich immer noch mal ein Highlight hier in den, also hier, wie heißt das, Augeninnendingens, ja. Ist das süß gestaltet. Jetzt machen wir so ein bisschen Glitzer ins Gesicht. Ein bisschen Glitzer ins Gesicht, auch ein fantastisches Produkt von Creolade. Das ist ein Glitzerpuder, der heißt Glamour Sparks Golden. Ja, und da werde ich jetzt auf das weiße Highlight setze ich jetzt nochmal so einen goldenen Glitzerglanz. Dann setze ich das gleiche Glitzerpuder auch nochmal hier in die Augeninnenseite. Jetzt nehmen wir einen dunkleren Augenbrauenstift, der ist auch von P2. Augenbrauen sind immer eine schwierige Sache. Man braucht eine sehr ruhige Hand, man braucht wirklich Übung dafür. Es hat Jahre gedauert, bis ich diese Augenbrauen gut hinbekommen habe. Mittlerweile geht es aus dem FF. Manchmal rutsche ich noch ab, aber passiert wirklich ganz, ganz selten. Es ist, muss ich wirklich sagen, wie Lidstrich eine Wissenschaft für sich. Seht ihr aber, wenn ich ganz nah rankomme, ich male jetzt erst die Außenlinie nach der Augenbraue. Jetzt kommt die nächste Schicht Lidschatten. Dafür nehme ich einen neuen Pinsel. Das ist ein aus so einem dünner, kleiner, schlanker Pinsel. Den benutze ich mal für die dunklen Lidschatten. Es empfiehlt sich da wirklich auch verschiedene Pinsel für zu nehmen. Ja? Da muss man die nicht immer so oft auswaschen. Da habe ich in der Mitte so einen dunklen Eyeshadow. Es empfiehlt sich wirklich, guten Lidschatten zu kaufen. Der von Creolade ist natürlich ein bisschen hochpreisiger, hat aber wahnsinnig viele Pigmente. Und das merkt man wirklich, wenn man so ein Billion Lidschatten aus dem Drogeriefachmarkt kauft. Die haben viel, viel weniger Pigmente, deshalb sind sie auch viel billiger. Aber da musst du irgendwie 3, 4, 5 Lagen drüber machen, bis du da irgendwie mal die Farbe auf dem Auge hast, die eigentlich im Töpfchen drin ist. Damit werde ich jetzt hier so dunkel malen. Ich weiß nicht, ich werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen mehr Tiefe in mein Auge reinbringen. Und ich male auch immer so ein bisschen eine falsche Lidfalte jetzt hier rein, aber nur so ein bisschen. Ich male mir jetzt nicht so ein mega falsches Auge drüber, wie es viele Kolleginnen machen. Gefällt mir bei meinem Gesicht nicht. Bei anderen sieht es toll aus, bei mir nicht. Aber hier setze ich immer so einen leichten Ansatz, da wo ich vorher mit dem Weiß aufgehört habe, das grenze ich jetzt nochmal durch den braunen Lidschatten ein bisschen ab. So, außerdem werde ich jetzt auch am unteren Wimpernkranz, werde ich jetzt auch schon mal ein bisschen dunkel vorfühlen. Ja, fangen wir auch schon mal ein bisschen an unten zu arbeiten. Ist das süß gestaltet. So, soweit so gut, jetzt geht es erstmal an Eyeliner. Gott, wie lange habe ich gebraucht, bis ich mit dem Eyeliner zurechtgekommen bin? Jahre, wirklich. Ich benutze auch da, muss ich sagen, ich benutze da gerne von Manhattan Cosmetics Dip Eyeliner Waterproof. Waterproof ist wichtig, weil manchmal muss ich heulen, weil ich so gerührt bin von meiner Kunst. Und dann verläuft er nicht. Es ist völlig normal, ein Auge klappt immer besser als das andere. Also mein Favorite-Auge ist das, für mich ausgesehen, das rechte, wo auch die rechte Hand ist. Das klappt immer besser als das linke. So, jetzt erstmal trocknen lassen. So, jetzt werde ich mit dem Eyeliner hier unten an der unteren Lidfalte oder unteren Wimpernkranz oder whatever, da werde ich jetzt auch Eyeliner anbringen. Ich fange immer hier so ein bisschen unterm Lid an und dann geht es hier erst weiter hoch zum richtigen Lid. Das macht irgendwie mein Auge so ein bisschen offener und ich finde es super schön gerade im Moment.
denke mal, ich werde es wahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr machen. Momentan liebe ich das so an mir. Und werde, dann ziehe ich auch den Strich bis hier oben zum anderen oberen Lidstrich hoch. Seht ihr? Ja. Ist jetzt ein bisschen unsauber geworden. Meine Güte. Man muss ja auch irgendwann mal fertig werden. Ich nehme jetzt erstmal ein Säckchen und warte, bis er getrocknet ist. Das ist mein Ehemann, der traut sich immer nicht ins Bild. Also jetzt komm her, sag einmal Hallo für YouTube. Ja. Komm, einmal, der traut sich nicht, der ist so schüchtern. Der hat mir gerade mein Krönchen aufgesetzt, weil der Klausi sagte mich immer, ich bin seine Prinzessin. Nein, ich hasse den Würzel. Ja, Klausi hasst den Bürzel und er hasst aber auch das Krönchen. Also von daher, wir nehmen wieder den dunklen Make-up-Pinsel, den dunklen Lidschattenpinsel. Und jetzt geht's richtig in die Vollen. Passt auf. Das ist halt Dark Black. Das ist, glaube ich, das dunkelste Schwarz, was sie haben. Also ich liebe es. Es gibt kein dunkleres Schwarz als das hier. So, und da werde ich jetzt hier am äußeren Auge, ja, male jetzt hier einfach mal ein bisschen schön dunkel drüber. Und dann wende ich den auch unterm Auge nochmal an. Ich will es heute ein bisschen dunkler. Das ist immer die Scheiße. Das eine Auge sieht immer anders aus als das andere. Es ist immer dieselbe Scheiße. Und da musst du dann immer ausgleichen. Kajal, da benutze ich wieder was Bildes von DM. Ich komme mit dem super zurecht. Den benutze ich auch wirklich schon seit Jahren. Von P2, Eigenmarke von DM. Ich finde, die haben auch super Nagellacke zum Beispiel. Und dann werden wir jetzt mal schön die Unterkante des... Die Oberkante des Unterlids. Oder wie auch immer das heißt. Schwarzen. Jetzt geht's weiter. Jetzt werden wir nochmal ein bisschen das mega dunkle Schwarz nochmal ein bisschen ausfaden, indem wir jetzt nochmal ein bisschen ins Braun reingehen. Ja. Und jetzt werde ich einfach mal hier noch so ein bisschen das Braun ausblenden, sofern es mal möglich ist, da irgendwas auszublenden. Bin heute sehr dunkel. Naja, ist okay. Ist okay. So, jetzt machen wir erstmal weiter. Jetzt werden wir uns mal die Wimpern tuschen. Da habe ich von ProSieben, habe ich ein letztes Jahr aber schon, eine 2014, ein Merchandising-Paket zugeschickt bekommen von Jeremy Sex Topmodel. Ich hatte davon den Maybelline Yarde The Colossal Go Extreme Wimpernmascara, hatte ich glaube ich acht von diesen, manchmal tusche ich halt so dolle. Und dann komme ich so richtig schön mit dieser harten Bürste so richtig schön in den Augapfel rein. Jetzt werde ich noch mal ein bisschen, hoppala, werde ich noch mal ein bisschen mehr Bräune noch ins Gesicht zaubern. Aber mit dem Bräunungspuder werde ich hier noch mal unter dem Kinn ein bisschen alles ein bisschen dunkler schattieren, damit das mittlerweile leicht angesetzte Doppelkinn etwas verschwindet. Und auch hier im Rest des Gesichts noch mal etwas mehr Bräune rein zaubern. Guck mal hier. Und hier oben auf der Stirn, auch mal wichtig, nicht hier oben, sondern nur hier oben, wo der Haaransatz ist. Nicht zwischen den Augenbrauen, weil da wollen wir ja einen Weißpunkt lassen. Jetzt werde ich nochmal hier zwischen den Augenbrauen nochmal ein bisschen, hoppala, jetzt bin ich gerade aus Versehen ins Braun reingekommen, das ist nicht so gut. Ich werde hier zwischen den Augenbrauen nochmal ein bisschen Weiß setzen und dann ziehe ich das Weiß jetzt auch hier auf den Nasenrücken rauf und will jetzt hier mir noch so ein Highlight auf der Nase setzen, damit die ganze Nase noch mal ein bisschen nach vorne tritt. So, haben wir. Jetzt nehmen wir meinen Rougepinsel, der ist auch von Ebelin von DM. Könnt ihr auch mal wieder auswaschen. Ihr seht, der ist schon leicht benutzt mit Rouge. Dann nehme ich jetzt wieder das preiswerte Rouge von Alverde Naturkosmetik. Haben wir jetzt hier noch ein bisschen leichtes frühlingshaftes Wangenrosé aufgetragen. Das ist schon ein bisschen alle. Gehe da nochmal ins Weiß rein und werde jetzt hier unter dem Rouge nochmal ein bisschen Weiß auftragen. Das habe ich gerade neulich entdeckt für mich. Ich finde, das macht irgendwie nochmal eine schöne
eine schöne Unterkante im Gesicht. Jetzt nehme ich wieder den kleinen Highlight-Pinsel, gehe wieder ins Weiß rein und werde jetzt die letzten Highlights setzen. Und zwar gehe ich jetzt nochmal hier unter das Auge. Hier, passt auf, ich werde jetzt hier unterm Auge noch weiß setzen und hier an der Nase. Und ihr werdet, es ist ein mega Unterschied nochmal. Und da ziehe ich das Weiß jetzt aber von hier an der Nase unter dem ganzen Auge nochmal hoch und ziehe das bis hier hin zum Haaransatz, bis hier zur Seite. Und dann wird das ganze Auge nochmal vorgehoben und macht nochmal einen mega Unterschied. Und das Weiß setze ich hier auch nochmal an die Außenkante der Nase und ziehe das nochmal bis hier vorne zum Nasenrücken und damit schattiere ich die Nase nochmal. Seht ihr das? Wie schlank meine Nase jetzt wirkt. Die ist natürlich jetzt völlig unnatürlich, ist die jetzt, ja. Das ist halt jetzt eine Transennase. Und wir Transen, wir lieben schlanke Nasen, weil das so wahnsinnig operiert und unnatürlich aussieht. Und wir lieben Unnatürlichkeit. Werde jetzt auf dem oberen Lippenkranz auch nochmal ein Highlight setzen. Bringt die Vorderlippe, die Oberlippe nochmal ein bisschen, die Vorderlippe nochmal ein bisschen nach oben. Guckt mal hier, ist das süß. Wow, 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 wow. Kommen wir jetzt zu den Lippen. Ich benutze keinen Lippenstift, ich benutze nur Lip Liner. Da habe ich auch von P2, von DM Lip Liner. Die sind super. So, jetzt werde ich hier großzügig meine Lippen umranden, also meine Lippen umranden. Lip Liner ist auch eine Wissenschaft für sich. Sage ich ganz ehrlich, hat auch gedauert, bis ich das geschafft habe oder bis ich auch gemerkt habe, welche Lippenform einfach zum Make-up passt, zu meinem Gesicht passt. Mittlerweile klappt das sehr, sehr gut. Haben wir. Jetzt auf untere Seite. Jetzt male ich aber nochmal die äußeren Ecken aus. Mit dem dunkleren Lip Liner. Ja, haben wir. Und jetzt nehmen wir einen helleren Lip Liner. So, der ist auch von P2. Jetzt werde ich erst einmal die Lippen mit dem transparenten Puder von Kryolan abpudern. Zwischenabpudern, sag ich gerne. Aha, so ein bisschen zwischenabpudern. Dann werde ich jetzt nochmal den äußeren Lippenbogen mit dem dunkleren Eyeliner nochmal ein bisschen nachziehen, damit da nochmal ein bisschen mehr drauf ist. Jetzt großflächig nochmal nettes Haarspray der Stars drüber. Auf alles, auch auf die Lippen. Wimpern, passt auf, ihr süßen Mäuse. Wimpern, da bin ich genauso Verfechterin dafür, Geld auszugeben für Wimpern. Ich benutze auch Wimpern ausschließlich von Kryolan oder anderen professionellen Make-up-Herstellungsfirmen, weil einfach die sind einfach dichter gewebt oder wie man dazu sagt. Sind einfach eine bessere Qualität, was bedeutet, die halten einfach länger, ja, weil so eine Wimper benutze ich, wenn man so gut pflegt, kann man die wirklich ein paar Wochen benutzen, ja. Man muss aber wirklich dann, nachdem man sie abgenommen hat, abends, muss man wirklich immer darauf achten, dass der ganze Kleber immer ab ist, dass man die auch mal vielleicht ausbürstet, weil natürlich viel Glitzer drin ist vom gesamten Make-up. Dann muss man auch ein bisschen pflegen. Viel Puder ist drin und so. Und dann halten die wirklich ein paar Wochen. Und ich glaube, so ein Wimpernpaar bei Kryolan kostet, glaube ich, 7-8 Euro. Ebenfalls bei Wimpernkleber. Bitte, bitte gebt Geld aus für guten Wimpernkleber. Es gibt da eigentlich nur einen, den ich empfehlen kann, und zwar heißt der Duo, ist ein Profi-Produkt. Eigentlich jeder Make-up-Mensch oder jeder Travestie-Künstler kennt Duo, weil die stellen nämlich einen wunderbaren Wimpernkleber her, der ist, ich zeige euch das mal, der ist schon von Natur aus nicht weiß, sondern der ist grau.
Und der wird, wenn er trocknet, wird der richtig schwarz. Finde ich großartig, verstehe gar nicht, wieso Leute hellen Wimpernkleber benutzen, wenn es auch dunklen gibt. Den Wimpernkleber auf den Wimpernkranz auftragen, braucht ein bisschen Übung, ihr süßen Mäuse. Müsst ihr mal gucken. So. Der Kleber ist drauf. Wichtig ist, dass ihr dabei dann oder danach immer die Wimpern mal so ein bisschen ja, in Form bringt. Den Kleber lasst ihr mal so 30 Sekunden, eine Minute, lasst ihr den einfach ein bisschen antrocknen. Ich habe jahrelang keine Wimpern getragen, keine falschen, weil es mir einfach zu anstrengend war und ich es einfach auch nicht hinbekommen habe, bis ich irgendwann mal entdeckt habe, dass falsche Wimpern gehören zur Travestie dazu. Aber ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Ich kann jetzt auch dazu nicht viel sagen, wie ihr es jetzt am besten machen könnt, müsst, solltet. Wichtig ist, ruhig Blut. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, nicht verzagen, irgendwann klappt es. Und wenn es ein Jahr dauert, immer mit der Rückseite meines Highlight-Pinsels drücke ich die immer noch so ein bisschen hier fest. Ach Gott, es ist wieder ein bisschen abgegangen. Das ist manchmal, es klappt halt auch wirklich nicht immer. Und das auch nach Jahren haben wir dran, die Scheiße. So, muss noch ein bisschen antrocknen. In der Zeit macht er einfach vielleicht nicht so viel. Bloß keine Perücke aufsetzen oder so, auch nicht anziehen, sondern wartet einfach nochmal 1, 2, 3, 4 Minütchen. Auch nicht so viel mit den Wimpern rumklimpern, einfach mal ein bisschen sacken lassen, vielleicht einen Schnaps trinken oder eine rauchen. Und dann wartet da kurz, bis die Wimpern trocken sind oder der Kleber trocken ist. Ist jetzt alles angeklebt, ich werde jetzt mich mal anziehen, werde da meine Perücke aufsetzen, wir sehen uns gleich wieder und dann kommt ganz zum Schluss, kommt noch der Lipgloss raus drauf und dann sind wir fertig. Also bis gleich, bye! Ich habe jetzt schon mein Outfit an. Hier ist meine Perücke, die ist relativ neu. Ich kaufe meine Perücken immer bei einem Make-up-Store aus Amerika. Die heißen ElevateStyles.com, die haben super Perücken. Die meisten sind mit Lace Front, das bedeutet, die haben so einen künstlichen Haaransatz gewebt mit Scheitel. Die sind ganz, ganz toll ja, und auch relativ preiswert. So, also das Ding hier kostet irgendwie 40 Euro oder so. Muss ich gleich mal ein bisschen kämmen und so, aber an sich ist das schon mal wunderschön. Ach, ich bin so wunderschön. Lipgloss kaufe ich auch grundsätzlich nur bei DM und zwar hat P2, auch die Eigenmarke von DM, fantastische Glosses. Und Lipgloss sage ich immer, mehr ist auch hier mehr. Hat auch immer so was leicht Nuttiges. So, pass auf. Wir sind durch, ihr süßen Mäuse. Das war mein Make-up-Tutorial und da könnt ihr mal sehen, wie eure Jurassica sich so schminkt. Jeden Tag, bevor ich aus dem Haus gehe, bevor ich einkaufen gehe zur Rewe, dann muss ja auch so ein leichtes Tages-Make-up muss ja auch aufgetragen werden. So, meine Titten sind gerade irgendwie komisch. So, das war's, ihr süßen Mäuse. Wo ich jetzt auch hingehe, das könnt ihr jetzt hier in diesem Link sehen. Ich gehe nämlich jetzt noch ins Schwutz zu einem Dreh für meine Lieblingsparty Madonna Mania. Wir zeichnen heute nämlich eine Persiflage von Madonnas Video Bitch Madonna auf mit ganz, 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 ganz vielen tollen Kolleginnen hier aus Berlin. Das wird bestimmt ganz toll. Wie gesagt, klickt das Video an. Es wird ein Follow Me Around ist das. Und da könnt ihr mal sehen, was ich eigentlich noch so mache den ganzen Tag. Über ihr süßen Mäuse folgt mir ansonsten auf Facebook, Instagram, Tumblr, YouTube, Google Plus und Instagram. Und ja, und bis bald. Bye! Guck auch meine anderen Videos, die sind genauso fantastisch wie das, was du gerade gesehen hast. Und zwar da, da, da und da. Ah.